okay, ich bin in einer Gesellschaft groß geworden, die ist geisteskrank, die ist einfach irre, was wir hier machen. Das ist einfach irre, das ist nicht normal. Normal ist es schon, aber das ist krankhaft, Normopathie. Es ist nicht natürlich. Es ist normal, aber es ist nicht natürlich. Ja? Also vielleicht diese Abgrenzung. Natürlichkeit und Normopathie, dass man erstmal erkennt, okay, ich sitze da mittendrin. Das ist der erste Schritt. Dass man erstmal an sich selber, an seinem eigenen Leben nachvollzieht, okay, wo war ich denn in diesem Normopathiekreis eingebettet? Ja, ich habe alles mitgemacht. Okay. Gut, das wäre der erste Schritt. Das wäre auch mit der wichtigste Schritt, wenn du vorhast, Kinder zu kriegen, weil dann weißt du ja schon, dass du bei dir selber erstmal schauen musst, was du für Muster mitbekommen hast. Ja, für Meinungen, für Glaubenssätze, ja, wie das denn alles so hier funktioniert. Das sind alles Glaubenssätze, die hast du aufgenommen, die hast du von Lehrern gehört, von Erziehern, von irgendwelchen Vorbildern, ja. Und das ist bereits Teil der Matrix, wenn du so möchtest. Und dann gilt es als nächstes natürlich irgendwo versuchen, emotional nachzureifen. Und Jungs, Männer sind sowieso ein bisschen langsamer in der Reifung als Mädchen. Ja, liegt einfach in der Natur der Dinge. Aber das ist wichtig. Gerade für Männer ist es sehr wichtig, diese emotionale Nachreifung hinzubekommen. Und ich sage mal so, was mir persönlich auch sehr geholfen hat, ist folgendes Verständnis. Und zwar Selbstverständnis. Wenn du jetzt im Russischen gibt es ja den Begriff für Familie heißt dort Semja. Und Semja, also Familie, heißt übersetzt sieben Ich. Und wenn du das mal auf dich wirken lässt, was bedeutet sieben Ich? Wir kennen ja auch diese Matroschka-Figuren, diese ineinander geschachtelten Holzfiguren. Das symbolisiert nichts anderes. Dann bedeutet das, das bist du und das ist deine Eltern, Urgroßeltern, Quatsch, Eltern, Großeltern und Urgroßeltern-Generation und Kinder, Enkel, Urenkel. Also es geht hier um sieben Generationen. Das heißt, du bist ein Stammmensch. Du bist immer Teil einer Kette. Und das bedeutet, dass du nicht, wie die Gesellschaft uns gerne haben möchte, nach dem Prinzip teile und herrsche, ein isoliertes Sozialatom bist, sondern du bist Teil einer Kette. Das bedeutet zweierlei. Erstens, ohne deine Vorfahren wärst du heute nicht hier. Dafür kannst du dankbar sein. Und zweitens bedeutet das, und das ist das aus meiner Sicht viel Wichtigere, du hast eine Pflicht. Denn du entscheidest, wenn du reif bist und den Staffelstab bekommst, was mit deiner Stammeslinie passiert. Ob sie fortgesetzt wird und wenn ja, mit wem? Mit welcher anderen Stammeslinie, sprich Partnerin oder Partner, fügst du die zusammen und bringst sie in die Zukunft? Hast du Kinder? Wenn ja, wie viele? In welchem Sinne erziehst du sie? Weil die meisten konzentrieren sich immer nur auf die Hardware. Also sprich, ah, der Körper ist gesund, alles wunderbar. Das Baby ist ein Fleischgebilde, so alles klar, alles dran, wunderbar. Ja, aber die wenigsten kümmern sich um die Software, um das Weltbild. Weil, ob ein Mensch später Mörder wird, Vergewaltiger, Dieb, was weiß ich, der wird ja nicht so geboren. Das muss man sich bewusst machen. Ein Mensch wird nicht als Mörder, Vergewaltiger und Dieb und was weiß ich geboren. Sondern es muss ja auf dem Weg, bis er zu diesen Taten gekommen ist, irgendetwas passiert sein. Und vor allen Dingen hier oben, in seinem Bewusstsein, in seiner Software. Die Software ist das Entscheidende, weil wenn da ein Fehler drin ist, also sprich ein Virus, ein Gift, dann kann das da Umständen, zu Umständen führen, die dann diesen Menschen dann irgendwann solche Handlungen machen lassen. Das heißt, wir müssen uns viel mehr auf diesen Software-Aspekt konzentrieren, als nur auf den Hardware-Aspekt. Also dicke Muckis haben hier, so, so, ja, das ist Beiwerk. Viel wichtiger ist, was für ein Geist bewohnt jetzt dieses Gebilde hier. Das ist entscheidend. Und wenn man, wie gesagt, schon mal so dieses Gefühl bekommt, okay, ich bin Teil einer Kette, dann treffe ich im Leben andere Prioritäten und andere Entscheidungen. Ja, dann kann ich nicht sagen, oh, was ist der Sinn meines Lebens und, oh, und so ein Quatsch. Da ist schon mindestens 50% deines Sinnes ist schon erfüllt, indem du dir bewusst machst, du bist Teil einer Ahnenkette und du entscheidest, was mit ihr passiert. Hat dein Stamm eine Zukunft auf dieser Erde oder nicht? Das ist eine ganz klare Sache. Da wirst du ganz anders deine Prioritäten setzen und du wirst vor allen Dingen Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung heißt nichts anderes, als dass du dir darüber Gedanken machst, welche Auswirkungen haben deine Entscheidungen und Handlungen in der Gegenwart. Nicht nur für dich und deinen Stamm, sondern auch für die Gesellschaft. Und wenn du diese Gesellschaft analysiert hast und verstehst, was für eine Misere wir uns jetzt befinden, und du machst dir dann auch Gedanken, wie könnte man es besser machen, dann hast du auch die Verpflichtung, dich einzubringen. Denn Wissen bringt auch Verantwortung mit sich und Verpflichtung, ja. Weil du kriegst dieses Wissen nur, damit du dieses Wissen auch sinnvoll einsetzt. Ja? Also Wissen verpflichtet, sonst wird es dir genommen. Und wenn du merkst, mit diesem Wissen kannst du das Leid in der Welt verringern, ja, dann leg los. Ja? Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.